Verletzung da am Fuß. In der Zeitung stand auch was drin, beim Training hat sich verletzt, ist richtig. Erzähl mal selber was dazu, ist besser. Du weißt, was du hast. Tja, ich habe also mein Fußgelenk gebrochen. Das ist ein glatter Durchbruch und passiert im ersten Training, der ersten Trainingseinheit. Zusammenprall, selbst schuld, mit. Und kann also nur hoffen, dass es so schnell wie möglich verheilt und ich eben wieder rankommen kann. Ja. Wie lange wird es dauern? Dauert circa 4 bis 6 Wochen. Na ja. Na gut. Jetzt erstmal weiter. Okay. Zu dem Mikrofon, wir brauchen den Schrumm hier mit. Also das nimmt relativ viel, eigentlich auch die ganzen Nebengeräusche, aber das ist nicht so gefährlich. Was mich jetzt bei dir interessiert, wo kommst du eigentlich her? Du bist ja kein Berliner. Oder doch? Du bist original Berliner, ja? Also an dieser Stelle gleich als Entschuldigung. Ich bin also nicht so ein ausgesprochener Fußballfanatiker, sondern mehr allgemein Breitensportler. Dass ich mich also an den Fußball ranwage, merkt man hier schon die ersten Fehler. Also er ist doch Berliner. Wo bist du denn hier geboren? Wo in Berlin? Von woher kommst du? Komme aus Charlottenburg, von Hertha 06. Das ist also ein ganz kleiner Verein. Dann bin ich zum SCC gegangen. In dem Jahr, wo ich gespielt habe beim SCC Amateur Oberliga, hat es also nicht geklappt in dem Aufstieg. Da hat Tennis gespielt, Aufstieg in die zweite Liga. Aber ein Jahr danach bin ich mit Dieter Brefer drüber gegangen zum HSV. Hab da gespielt. Jedenfalls, also ein waschechter Berliner. Das ist aber neben dir sitzt einer, der ist kein waschechter Berliner. Siehst du? Also das hört man wenigstens. Das konnte ich also nur feststellen, da brauche ich also kein Wissen. Das habe ich also sofort gemerkt, der ist kein Berliner. Wo kommst du her, Bernd? Ich komme aus der Pfalz, und zwar von Schifferstadt. Eigentlich nur durchs Ringen bekannt, aber da spielt man auch Fußball. Und wie bist du nach Berlin gekommen? Aus welchem Grund? Über ein paar Stationen. Ich bin also mit 16 von meinem Heimatverein, vom FSV Schifferstadt weg und bin zum 1. FC Kaiserslautern gegangen. Hab da 4 Jahre gespielt, so ein bisschen gelernt noch dabei und bin dann zum VfL Bürstadt gegangen, als ich meine Bundeswehrzeit absolvieren musste. Habe da ein Jahr gespielt und bin dann zum VfL Bochum gewechselt und habe da auch ein Jahr gespielt und bin jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Ah ja. Und wer hat dich nach Berlin geholt? Extra hier für Blau-Weiß 90? Nur deswegen nach Berlin? Blau-Weiß 90, ja. Und zwar war das der Herr Kropacek. Der hat mich damals nach Berlin geholt. Ah ja, jetzt kommen wir schon in die fachlichen Sachen. Jetzt kommen wir einen Namen genannt und bei mir fangen die böhmischen Dörfer an. Aber wir haben ja einen Fachmann hier. Raimund, ich würde sagen, du übernimmst eigentlich mal so die Sache so ein bisschen weiter, damit wir also hier auch ein bisschen fachbezogen rinkommen. Mich persönlich interessiert eigentlich erstmal von dir als Mann, der sehr viel beruflich mit Fußball zu tun hat. Wie siehst du? Ja, du hast ja vorhin gesehen, was Bernd Horst gesagt hatte. Wie siehst du eigentlich wirklich die Chancen für Blau-Weiß hier in der Bundesliga? Jetzt darfst du das Mikrofon nehmen. Jetzt darfst du das haben. Ja, würde uns auch mal interessieren. Ja, tja, also aus meiner Sicht muss ich sagen, dass jetzt gerade die Weltmeisterschaft gezeigt hat, dass sich also nicht immer unbedingt spielerisch gute Mannschaften auch im Endeffekt behaupten. Das ist ein Problem, was es also schon oft gab. Ich halte für Blau-Weiß für eine spielerisch sehr gute Mannschaft. Aber ob Abwehrverhalten, Härte, Robustheit und Ähnliches, ob das nun in der Bundesliga umgesetzt werden kann, was in der zweiten Liga ja zum Teil gemacht wurde, das muss man abwarten und darauf bin ich eigentlich auch selbst neugierig. Was meinst du eigentlich, wir haben ja in Berlin, hört man Rossi drüber, ich habe mich also Rossi so ein bisschen umlegen. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen chaotisch im ersten Moment wirkt, aber wir fuchsen uns schon ein, nicht? Da noch ein paar Minuten in Hamburg. Das ist alles nicht so schlimm. Nee, wobei ich das schön, jetzt habe ich mich ja selber wieder mal übertrumpft. Achso, ja, wir haben ja in Berlin so ein Problem, das ist bei Hertha so gewesen, das ist bei Tennis so gewesen, das ist immer so, wenn wir irgendwelche Spitzensportler haben, die leistungsmäßig sehr gut sind, da werden sie in der Presse, wir dürfen es so schnell, BZ, Bild-Zeitung und so weiter, werden so hoch hier oben und da wird immer Hurra gerufen, dann werden sie alle rumgereicht, alle auf dem Teller präsentiert und wir, die versagen irgendwann mal, so was denn nun überall vorkommen kann, dann werden sie total wieder in den Boden geschlagen. Weil meinst du, wie Blau-Weiß mit dieser Tatsache fertig werden wird? Also Bernd Hoss hat davon gesagt, das wird also, ist ihm vollkommen wurscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wurscht ist. Naja, wurscht wird es ihm vielleicht nicht sein, aber im Prinzip hat ja Blau-Weiß das schon in der zweiten Bundesliga erfahren, denn selbst als gute Leistungen da waren zeitweilig und dann es Rückschläge gab, dann wurden sie also zum Teil nicht beachtet von einer breiten Öffentlichkeit oder sie wurden zerrissen. Das ist ein Problem, was, glaube ich, die Blau-Weißen kennen, dass das auf sie zukommen wird. Wie seht ihr das denn?
diese Probleme da. Also jetzt, wie gesagt, jetzt hat er so auf dem Präsentierteller, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ihr habt beim Edeka-Renntag in Mariendorf, da durftet ihr euch, kann man ruhig nennen, das jetzt wurscht, da in den VWs dann die Cabrios reinsetzen und dann wurde da rumgefahren und präsentiert und alle jubelten. Wie ist das aus eurer ganz persönlichen, menschlichen Sicht, wenn jetzt plötzlich dieser Jubel mal, es wird ja irgendwann mal Probleme geben, dass man da beim Spiel nicht so zurechtkommt, dann verliert man eh ein Spiel, das zweite Spiel und dann hacken sie auf einen rum. Wie wird er damit eigentlich menschlich irgendwo fertig? Schön, Rick. Ja, ich meine, da muss man einfach mit leben. Ne? Und das ist einfach so. Das ist einfach so im Fußball oder überhaupt im Sport. Heute ist man sozusagen der König oder wird auf Händen getragen und morgen kriegt man einen dritten Hintern. Ne? Ich meine, man kann natürlich nicht immer dieselbe Leistung bringen oder immer eine Top-Leistung bringen, aber da muss man einfach mit leben. Ne? Wie macht ihr das jetzt ganz persönlich? Jetzt, wenn er drin steht, also der Bernd Gaber hat also dreimal eine saumäßige Leistung gebracht und der Trainer dachte, also saumäßig war es nicht, dass einfach keine Chance hat, weil der andere wirklich erheblich besser war. Also, wie wirst du damit fertig? Wie du sagst, was irgendwo drin steht oder was irgendwo gesagt wird oder wenn irgendwelche Leute mich ansprechen, dann macht mir das eigentlich nicht so sehr viel aus. Ich werde mich versuchen umzustellen oder werde irgendwas anders machen. Wenn der Trainer zu mir sagt, du hast scheiße gespielt, dann werde ich was anderes machen. Aber wenn das andere Leute so sehen und ich bin der Meinung oder wir mit der Mannschaft, der Trainer ist der Meinung, dass das nicht ganz so war und dann macht mir das auch nicht viel aus. Aber ich meine, scheiße spielen kann man, oder? Muss man auch einmal, ne? Ist ganz klar. Jetzt sieht mein Mikrofon hier, ich will doch mal was fragen, denn sonst, ich weiß jetzt umständlich, habe ich schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich jetzt. Beschwert sich meine bessere Hälfte doch mal drüber, also ich muss mal wiederhole. Ich weiß, du wolltest ja nicht sagen, also sag trotzdem mal was. Ich habe gerade gesagt, wenn jetzt, nehmen wir mal jetzt den Fall, nicht der Bernd wird da beschimpft in der Presse, sondern der Mike wird jetzt beschimpft in der Presse, ja? Wird jetzt mies gemacht und die Leute in eurer Nachbarschaft, in der näheren Umgebung, die wissen alle, du bist mit ihm zusammen. Wie wirst du damit fertig? Was machst du da? Hast du sowas schon mal gehabt? Nö, also bis jetzt noch nicht. Nee, was machst du da, wenn sowas passiert? Wie? Habe ich mal gut gespielt. Nein, ich würde mal zu ihm halten. Ja. Naja. Mal, vielleicht auch, wenn es stimmt oder so, aber da ich nicht so viel Ahnung vom Fußball habe, also, kann ich mir nicht so viel dazu würde an dir so abprallen, ja? Ja? Würdest, du sollst auch noch antworten, kannst du dazu? Ja, das ist dazu sagen, dass ich mir also nicht vorstellen kann, dass dies Jahr die Presse uns so niedermacht, wie teilweise im letzten Jahr war, weil die Erwartung einfach nicht so hochgeschraubt wird. Die Erwartung ist eben so, dass wir eben nicht absteigen wollen und das wäre schon ein Ziel, wenn wir das erreichen würden, das wäre schon optimal. Ne? Und in der zweiten Liga war es eben anders, da hat man eben von uns erwartet, dass wir eben ganz oben stehen und durch widrige Umstände ist es eben dazu gekommen, eben mit Vorbereitungsphase, die nicht geklappt hat und so, dass wir eben nicht so weit oben gestanden haben. Und im Endeffekt sind wir doch aufgestiegen und dann war wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und ich meine, in sämtlichen Sportarten ist also nicht nur Fußball, sondern es ist immer so, dass man mal ganz oben ist und dann ist eben, kommt eben ein Zeitpunkt, da ist man wieder ganz unten und damit muss man einfach fertig werden. Und wenn man damit nicht fertig wird, dann darf man eben keinen Sport machen. Aber nicht Profi, ne? Ja, das ist mir immer. So, ja, jetzt, nachdem der Mike uns also die Antwort gegeben hat, würde ich sagen, wir kommen mal kurz zu dem ersten FC. Das ist so eine Sache, die der Bernd Hoss vorhin schon mal angesprochen hat. Und ich als absolut Superschauer im Fußball stehe natürlich, oder stand auch vorhin schon ziemlich ratlos da. Ich würde sagen, Raimund, du erklärst uns mal ein bisschen was zum ersten FC. Ich weiß, dass der Kusawa vor ein paar Jahren die Idee hatte und das verbreitet hat, dass also sich die Berliner Fußballvereine zusammentun sollen, um eine Spitzenmannschaft zu gründen für die Bundesliga. Und ja, jetzt ist irgendwas mit dem FC, aber ich weiß nicht, was da ist. Und das erklärt uns mal. Du bist da der. Naja, also mit dem ersten FC, das war sicherlich eine Idee vom Kusawa, die auch lange Jahre betrieben wurde. Aber was jetzt gegründet wurde vor einigen Monaten, das nennt sich also FC Berlin, Fußballförderer Club Berlin. Das sind einige Unternehmer, die sich da zusammengeschlossen haben oder andere einflussreiche Leute, die sich also der Förderung des Berliner Fußballs verschreiben wollen. Nur haben die sich noch nicht so richtig konzipiert, also es liegt noch kein klares Konzept vor. Und wenn ich also, wie vom Hoss da vorhin in dem Interview gehört habe,
dass die also Einfluss nehmen, massiv auch auf die Personalpolitik im Blau-Weiß-Vorstand, dass also beispielsweise der Präsident Kosava gehen soll und dafür der DKLB-Direktor Deutschendorf dafür schon vorgesehen ist und solche Namen ins Gespräch gebracht werden, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass bei Blau-Weiß nun kein großes Interesse daran besteht, diese Linie weiter zu verfolgen, zumal also in sportlicher Richtung auch die Partner im Augenblick für Blau-Weiß doch nicht gegeben sind nach dem Abstieg von Hertha und TB und man Blau-Weiß also auch nicht verübeln kann, das erstmal alleine zu versuchen in der ersten Bundesliga. Ja, das verstehe ich. Da du ein Mikrofon in der Hand hast, also der Fachmann bist, wir hatten ja schon darüber gesprochen, über die Aussichten von Blau-Weiß. Wie sieht es eigentlich aus mit den Aussichten für Hertha und TB aus deiner Sicht? Oh, ja, da würde ich erstmal abwarten. Ja. Mit Sicherheit ist die Berliner Oberliga jetzt stärker geworden, interessanter geworden. Es wird auch zuschauerträchtiger sein, mit Sicherheit durch die großen Namen, die eben dazugekommen sind. Da aber nicht nur Hertha und TB, sondern auch einige andere Vereine wie Tasmania oder der Spandauer SV und Hertha Zehlendorf sich auch recht gut verstärken, was man bisher so gehört hat, muss abgewartet werden. Einer kann nur aufsteigen, einer kann nur Meister werden, an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Wer es sein wird, also da möchte ich jetzt wirklich noch keine Prognose wagen. Wie ist das bei euch so in der Mannschaft? Ich hatte auch vorhin, ich hab die Fragen schon mal gestellt, dann komme ich hier wieder durcheinander, aber ich habe sogar nicht gestellt. Dieser Zusammenhalt bei euch in der Mannschaft. Ich habe vorhin zum Bernd Hossi gesagt, dass ich also als Außenstehender, als ganz normaler Laie, der irgendwo sehr froh ist, dass in Berlin im Sportbereich ja passiert und in dem Fall im Fußball, dass ich so das Gefühl habe, dass dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, dass der bei euch sehr stark ist. Wie sieht das eigentlich aus? Ist das nur richtig oder ist das nur so nach außen hin? Oder seid ihr viel privat zusammen? Habt ihr also irgendwo, dass ihr so richtig so eine, ja, wie nennt man sowas? Naja, so eine verschworene Gemeinschaft seid. Naja, die geschworene Gemeinschaft, die kam schon von der Amateur-Oberliga zusammen. Da wurden eben von Herrn Kopacek eben Leute zusammengekauft, schon in der Amateur-Oberliga, um eben aufzusteigen in die zweite Liga. Und hatten eben mit dem Mitkonkurrenten Tennis Borussia unheimlich schwer eben zu schaffen, aufzusteigen in die zweite Liga. Und wir hatten eben den Vorteil gegenüber von Tennis, dass wir eben von Anfang an eigentlich eine geschworene Gemeinschaft waren. Und das hat sich eben einfach auf die zweite Liga hinübergetragen bis zur ersten Liga. Ja. Und die Leute, die eben neu dazugekommen sind, die haben sich eben alle angepasst. Ne? Mussten sie einfach. Wie willst du das, Bernd? Ja, ich meine, bis jetzt hat man das Glück. Ich meine, ich bin nicht ganz so lange da wie der Mike, aber die Neuen sozusagen haben in der Vergangenheit und hoffentlich auch in Zukunft, die haben einfach in die Mannschaft gepasst und haben sich teilweise auch eingefügt, wie der Mike das sagt. Und wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Für Profiverhältnisse würde ich sagen, sehr gut. Ich glaube nicht, dass es viele Vereine gibt, bei denen das Verhältnis untereinander so gut ist. Ne? Auf die andere Frage, ob wir ab und zu mal privat auch was machen, machen wir selbstverständlich. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr fast nach jedem Spiel, haben wir ein Mannschaftsessen gemacht mit Frauen, das nicht, wo nicht die Initiative vom Verein ausging, sondern eben aus der Mannschaft, wo wir das ja auch selbst oder aus der Mannschaftskasse bezahlt haben, das Essen dann und sitzen dann gemütlich beisammen. Also die Kameradschaft ist schon ganz in Ordnung. Wir waren ja auch oft genug sozusagen. Wir waren auch oft genug im Dreck gesessen oder hatten Probleme gehabt, sodass man einfach uns zusammenraffen musste. Ne? Wir hatten ja in der Vergangenheit einige Probleme zu bewältigen. Und jetzt ist eben abzuwarten, wie es wird in der ersten Liga. Wenn man vielleicht auch mal nicht nur einen Punkt oder nicht nur ein Spiel verliert, sondern vielleicht auch mal zwei, drei oder vier hintereinander, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, da werden wir uns auch durchbeißen. Dann. Dann trotzdem hat er so gesagt, und vor dem Interview hast du ja auch gehört, du hast das ja nochmal mit angehört vorhin, bevor wir angefangen haben mit dem Gespräch hier. Irgendwo hat er ja ausgeschlagen. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, das hat er eher so gemacht, gute Zuversicht. Ne? Im Grunde wird sich das natürlich schon darüber im Klaren, dass ab und zu ein Spiel da total in die Hose gehen wird. Das wurde zu erwarten. Ja, das ist anzunehmen, ja. Gehört auch dazu, aber das soll nicht heißen, dass wir oder dass ich oder ich glaube auch wir nicht guter Dinge sind. Ne? Also keinesfalls. Meine andere Frage, jetzt fiel schon zweimal der Name Kopacek. Denkt denn die Mannschaft jetzt überhaupt noch so darüber nach? Oder wie denkt die Mannschaft jetzt überhaupt daran? Denn aus meiner Sicht hat er ja doch nicht unerheblich dazu beigetragen, dass die Mannschaft in der Besetzung überhaupt
zusammengekommen ist, zu einer erfolgversprechenden Besetzung, die letztendlich auch Erfolg hatte? Ach, das sehen bestimmt viele so. Ich meine, der Kopacek hat bestimmt auch Fehler gemacht. Auf die will ich aber jetzt nicht eingehen. Die weiß ich auch nicht alle oder so gut, kenne ich mich da nicht aus. Aber wir haben ihm eigentlich auch vieles zu verdanken. Ich meine, ohne ihn gäbe es Blau-Weiß 90 in der Form wahrscheinlich nicht. Würdet ihr ihn als Fußballfachmann bezeichnen? Fußballfachmann, Fußballverrückter, würde ich sagen. Ja? Aber mit dem nötigen Fachwissen auch. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, ich wollte nur was ganz kurz fragen. Also ich bin zwar als Franzose irgendwie ein Fan von dem deutschen Fußball, das heißt für konsequente Fußball und erfolgreiche Fußball. Glaubt ihr, wenn ihr so zum Beispiel vor einer größeren Kulisse ein super schönes Spiel macht und ihr verliert, glaubt ihr nicht, dass die Zuschauer vielleicht ein bisschen sauer werden, nur wegen einer Niederlage oder so? Ich glaube, sofern das Spiel in Ordnung ist und die Zuschauer haben gesehen, dass die Mannschaft kämpft und alles gegeben hat, glaube ich nicht, dass die Zuschauer sauer sind darüber, wenn man 1-0 verliert oder mal 2-0. Also solange man sich bemüht, es würde keinen größeren Rückschlag am Anfang geben. Na, ich hoffe, dass du recht behältst. Ja, ich auch, weil ich habe Zweifel. Ja, ich habe meinen Zweifel. Ich habe auch die Tendenz festgestellt, dass also... Ja. Oftmals so in dem Rahmen gedacht wird, solange wir gewonnen haben, war alles dufte, ja. Wenn verloren wurde, war alles scheiße. Ja. Da sieht man also sehr oft, dass so pauschal gedacht wird, dabei ist es nicht so. Wir hatten da eingangs schon mal drüber gesprochen, beispielsweise, ich weiß nicht, wer nun von euch das WM-Spiel Brasilien gegen Frankreich gesehen hat, ein absolutes Superspiel. Da musste eben einer verlieren und ich bin also nicht der Meinung, dass man dann den Verlierer jetzt zerreißen sollte und für den Sieger ist alles in Ordnung. Da waren einfach zwei Mannschaften, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben und das muss man sehen. Und diese Fähigkeit da zu differenzieren, die vermisse ich manchmal auch ein bisschen in der Öffentlichkeit. Dass es eben also wirklich nur heißt, ja Mensch, wir haben gewonnen, Hauptsache wie, ist ganz egal, alles in Ordnung und im anderen Fall beginnt der Zerriss. Ja, das war, wie gesagt, in der letzten Zeit so in der zweiten Liga in der Presse. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eben genauso sein wird in der ersten Liga, weil eben ganz andere Voraussetzungen wir in der ersten Liga spielen. Wir spielen also höchstwahrscheinlich in der ersten Liga nicht einen Tabellenplatz von 1 bis 6 oder 7, sondern wir werden sicherlich uns bemühen müssen, dass wir hinten wegkommen. Und deswegen bin ich der Meinung, ist die Presse von vornherein anders eingestellt, als es in den letzten Jahren so war. Ja. Mike, ich denke dabei an TB damals. Ich glaube, das war 76, 77. Also das ist vielleicht auch nicht richtig. Die haben oft zu Hause auf Konter gespielt. Und der Wendt hat sein Tor geschossen. Der Guttentor war Trainer, oder? Der Guttentor war Trainer. Und die Fans, die haben sich total gefreut. Die haben, glaube ich, Köln geschlagen 3-1. Auf Konter haben die ihre Tor geschossen zu Hause. Und so sehe ich das bei Blau-Weiß. Ich meine, der Ross macht das schon richtig, aber ich sehe das so zu Hause. Irgendwie kommen lassen, also auf die Abwehr. Abwehrmittelfeld. Das können wir nicht. Unsere Spielanlage. Ja, nicht unsere Spielanlage, das können wir nicht. Die Mannschaft ist jung irgendwie. Vielleicht gibt es einen Knack gleich. Also das fürchte ich. Man darf natürlich nie den Fehler machen. Und ich glaube, auch im engeren Kreis des Vereins oder der Mannschaft wird der Fehler auch nicht gemacht, besonders nicht von unserem Trainer, dass man über ein gewonnenes Spiel, dass man vielleicht 1-0 gewinnt oder 2-1 oder glücklich, was weiß ich wie, dass man dann alle Fehler übersieht. Ne? Was dann von dem Großteil der Zuschauer oder ich meine, viele Leute sehen das Spiel auch nur im Fernsehen, 2-3 Ausschnitte oder was, dass man dann über ein gewonnenes Spiel voll auf zufrieden ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Dass man da die ganzen Fehler übersieht und sagt, das war einfach super, nur weil wir gewonnen haben. Ne? Da eine Frage mal zwischendurch. Du hast eine Tochter, habe ich vorhin mitgekriegt, ja? Ja, stimmt. Sohn. Ach, wie alt ist der? Komm ein Stück näher an, dann ist das besser, bevor du so leid redest. Ich habe einen Sohn, ja? Prachtjunge. Er ist 4 Monate alt, ja. Tim. Aha, Meister, ja. Wie ist denn eigentlich jetzt, wenn du... Du bist ja mit in der Bundesliga-Mannschaft, ihr seid ja nun Bede. Jetzt müsst ihr also auswärts spielen, ihr müsst irgendwo ins Trainingslager fahren und dergleichen. Wie ist es halt mit dem Privatleben? Ach, ich meine, über die Saison hinweg ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Man hat als Fußballer eigentlich viel Freizeit. Nur ist es jetzt eben im Trainingslager, das ist eigentlich die harte Zeit jedes Jahr. Nicht nur vom Körperlichen her, dass man sich da vieles erarbeiten muss, sondern auch, weil wir jetzt wieder 3 Wochen von zu Hause weg sind.
die Frau nicht sieht, das Kind nicht sieht und so weiter. Und dann eben nur 3 Wochen die 20 Leute um sich hat, von Tag bis in die Nacht. Und das geht eigentlich dann schon sehr auf den Nerv. Aber ansonsten, ja, über hat man eigentlich recht viel Zeit. Wenn wir die Auswärtsspiele haben, dann fliegen wir freitags weg und kommen samstagabends nach Hause. Und sind dann die Woche über wieder da. Ich meine, stressig wird es eigentlich erst, wenn wir im Europacup sind und in der Nationalmannschaft spielen. Ja. Dann sind wir viel unterwegs. Ja, ich sehe das genauso wie Bernd. Ne? Also die schlimme Zeit ist an sich eben nur die Vorbereitungsphase. Ne? Dass man da eben, und besonders dieses Jahr, das also jetzt bei mir nicht zutrifft, aber eben die 3 Wochen ist natürlich ziemlich anstrengend. Ne? Normalerweise Trainingsjahre nur 14 Tage sind. Ne? Wie ist es denn bei dir überhaupt jetzt mit dem Fuß, du kannst ja schon drüberfahren, da fährst du jetzt mit drüber? Nee, ich werde zu Hause bleiben und mich zu Hause versuchen vorzubereiten. So gut wie geht. Ja, ich habe zu Hause so eine Bank, ne, mit Gewichten, wo ich den Oberschenkel trainieren kann. Und ein Fahrrad, also so ein Homebike, ne, wo man sich aufsetzt und dann eben losstrampelt. Dann werde ich in der nächsten Zeit eben versuchen, so gut wie möglich eben meine Kondition zu halten. Ja, beruflich macht er jetzt Fußballer, ne? Alle Damen, der ist richtig Berufsfußballer. Mhm. Was machst du denn beruflich? Ich bin Apothekenhelferin. Also, da muss man studieren, wa? Bei einer Apotheke, wenn nee, man da arbeitet. Als nee? Helferin nicht. Ne? Ach nee, ich habe nur gehört, der war Apotheker, da, wenn man in der Apotheke arbeitet, haben die alle studiert. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Wie ist das für dich, wenn er da, naja gut, er hat ja gesagt, normalerweise sind es ja Wochen bei Bundesligaspielen, sind es ja immer zu Hause dann, ne? Aber ihr kommt ja sicherlich vor, des Öfteren, dass ihr da irgendwo auswärts trainieren müsst. Zumal ja euer großer Sponsor ist ja nicht in Berlin, das ist ja außerhalb. Reflexa Hotelgruppe, ist richtig so rum heißt es ja. Nee, muss ich mal, ist das falsch gewesen? Nee, Reflexa. Ach, Reflexa. Reflexa. Ja, gut, siehst du, ne, sag da. Ja. Na gut. Nee, wie sieht's aus, wenn er so 3 Wochen weg ist? Ja? Ist das nicht ein bisschen nervend? Na, muss er mit leben. Wie macht ihr das? Die Frauen da bei Blau-Weiß, sitzt ihr da denn so irgendwie zusammen? Wenn die Knaben ja, weg sind, hängt. Ja, na, eigentlich schon ein paar. Nicht alle zusammen, gibt es da so gruppenweise. Ah ja. Du wolltest heute fragen, Patrick, ja? Hier, was haben. Ja, ich wollte fragen, ob der Mike, also wenn ich meine, wegen einem Rückstand, ob du Angst hast, nicht wieder da fit zu sein und dass du nicht nachkommst nachher in die Mannschaft. Ja, sicher. Dass es etwas dauert mit dem Rückstand. Also. Sicher, das ist eben das Problem. Wenn man im Trainingslager nicht mitfahren kann, weil das Trainingslager ist eben bedeutend für das ganze Jahr, für die ganze Saison, mehr oder weniger. Oder zumindest erstmal für die erste Hälfte der Saison. Und für mich ist es natürlich ganz schön beschissen, dass ich nicht mitfahren kann, dass ich nicht mittrainieren kann. Und ich muss auf jeden Fall meinen konditionellen Rückstand, den ich habe, versuchen, so schnell wie möglich aufzuholen. Und vielleicht schaffe ich das in dem Sinne, wenn ich rüberfahre nach Frankfurt, um mich da fit zu machen, eine Woche lang. Weil wir jetzt so bei Fitmachen sind, hatten wir auch schon vor einem Interview, ihr habt einen türkischen Nationalspieler jetzt in der Mannschaft. Und da wirkt das Mikrofon dir jetzt wieder hier. Das ist ja eine Sache. Ja, sagt dir der. Ich kenn der ihn oder nicht. Du kennst ihn noch nicht, ne? Aber ich kenn ihn. Ja, da siehst du, wir haben einen internationalen Mann. Ich kenne ihn etwas weniger, also etwas vielleicht mehr als wir alle. Etwas mehr als uns alle. Ich weiß nur, der hat mit der Fenerbahce, mit seinem Club Bordeaux rausgeschmissen letztes Jahr im UEFA-Pokal. Das musste er auch wissen, der weiß das. Der hat ein Tor geschossen gegen Bordeaux. Wir haben Bordeaux im UEFA-Pokal rausgeschmissen. Ja, der hat ein Tor geschossen, also ich glaube schon, das müsste ein guter sein. Nur weil er ein Tor schießt? Ja, wer mit seiner Mannschaft Bordeaux rausschmeißt, für einen türkischen Club. Wie oft er in der Nationalmannschaft war, ne? Ja, hat 30, gesagt, 44 Mal. 44 Mal, ja. Aber ich kann eine kleine Anekdote, wenn man darf, über ihn. Ich war früher in meinem Hotel da in Messedam und die waren da, die Spieler von Fenerbahce. Das ging um dem Turnier in die Deutschlandhalle mit dem Hertha BSC. Und die Spieler waren im Hotel. Ich bin mit denen gefahren in die Halle, in demselben Bus. Und da nur ein Englisch sprach, das war der Erol, der war ein Nationalspieler, so Vorstopper. Ich habe mich also in Kontakt genommen und wir waren so befreundet. Und ich habe der Ali Kemal, ich weiß nicht, ob der Name jemand was sagt, der Ali Kemal, das war ein super
Stürmer, der war ein Nationalspieler. Und ich habe ihm gerufen im Bus und der Seljuk weiß noch von dem Geschichte, ich habe ihm gestern erzählt. Ich habe ihm gerufen, Ali Kemal, komm mal her. Der ist gekommen, ich habe gesagt, Zigarette, Zigarette. Der hat gesagt, ja, danke, merci, merci. Der hat die Zigarette genommen und das war eine Schokoladzigarette. Das kann ich noch erzählen. Ja. Nee, Raimund, wie ist das Fachfragen? Ich hatte gedacht, ja, du bist der Fachmann und du musst was ja beruflich machen. Da stehst du ja mal da und musst dann die. Ja, wie ist das eigentlich? Sag mal, in der Zeitung macht ihr die Spieler nur fertig oder? Also ich denke doch, das war in unserer Zeitung, die Spieler eigentlich nicht fertig machen. Sicherlich wird auch kritisiert und das muss auch sein. Ja. Aber ich glaube nicht eigentlich, dass sich die Blau-Weiß-Spieler, die hier sitzen, auch irgendwie beschweren können, dass sie da irgendwie ungerecht wegkommen. Ich meine, sie können ja gleich mal was dazu sagen. Aber wie ist denn auch von aus der Presse sich die Resonanz auf Blau-Weiß 90, dass sie auch gestiegen sind und jetzt? Na, das Interesse wird natürlich sprunghaft größer. Und zwar also auch von Zeitungen, die sich also vorher überhaupt nicht mit dem Fußball befasst haben, wie beispielsweise das Stadtmagazin, Tipp oder ähnliche Zeitungen, die kommen nun alle auf den Bree, sich dafür mal zu interessieren. Die waren also auch in Kassel schon vertreten beim entscheidenden Spiel, als sich der Aufstieg da entschieden hat. Und das spricht natürlich wesentlich breitere Medien jetzt an oder mehr Medien als vorher. Das ist ganz klar durch die Erstklassigkeit. Ja, wisst ihr, ihr bekommt ja bestimmt Leserbriefe oder dergleichen, ne? oder Anrufe? Das würde ich bei uns nicht so sagen. Die Leserbriefe sind nicht entscheidend mehr geworden durch den Aufstieg. Also das Interesse für Blau-Weiß war beim FUVO-Leser jetzt zumindest, für den ich nur sprechen kann, war das eigentlich doch schon vorher in der zweiten Liga da. Als FUVO-Leser? Na, FUVO, die Abkürzung für Fußballwoche, die Zeitung. Ach so, naja, da muss man dummen Menschen sagen. Naja, sicher. Ich habe so viel Zeitung, da kommst du ja mit Abkürzung. Mhm. Sag mal, Patrick, du kennst ja nun eine ganze Menge Sportler aus dem Fußballbereich und so. Wie reagieren die darauf, dass in Berlin jetzt hier Blau-Weiß da hochgekommen ist? Ja, jeder freut sich, weil das seit der Hertha BSDR gestiegen ist, jeder freut sich über Blau-Weiß. Ja, das wollen wir nicht sagen, dass wir uns von der Hertha abgestiegen ist, auch wenn es wahr ist. Nein, wir warten auf die Bundesliga, seit der Hertha abgestiegen ist. Ich meine, so, eine andere Mannschaft hat sich noch nicht gezeigt und das sind die Ersten, die dran sind. Aber jeder geht erstmal, also ich habe viele, ein paar Freunde, ein paar Kunden hier, die gehen erstmal als Neugier. Die sind neugierig auf die Mannschaft, die gehen erstmal zum Gucken. Und natürlich, das sind Fans, sagen wir, von schönem Fußball, die kommen auf ihre Kosten, die sind super zufrieden. Aber ich meine, also was mich betrifft, das ist Erfolg, ich meine. Die Gefahr ist natürlich leicht gegeben bei solchen Fans, die du eben geschildert hast, dass die sich nach ein paar Enttäuschungen eventuell abwenden, weil sie sagen, ja Mensch, da ist ja nichts los, nach dem Motto. Da ist natürlich ein Verein wie Hertha im Vorteil, der seit Jahren seinen festen Stamm hat, der da hingeht und mitunter auch Krawall macht. Und das ist also ein bisschen, was bei Blau-Weiß fehlt, auf der einen Seite sicher auch Positives. Es wird darauf ankommen für die Mannschaft, dass sie nicht von Anfang an abfallen in der Bundesliga, dass sie sich also gleich den Anschluss bewahren ans Mittelfeld, dass sie Chancen haben, drin zu bleiben. Dann glaube ich allerdings auch, dass das Publikum zahlreich kommen wird, einfach weil der Berliner ausgehungert ist nach erstklassigem Fußball, das eben nicht mehr gesehen hat. Man sieht es beim Pokalendspiel, wenn also klasse Mannschaften kommen wie Bayern München oder Stuttgart, dann ist das voll. Und ich glaube also, selbst wenn Blau-Weiß jetzt gegen den Abstieg spielt, wovon ja im Augenblick auszugehen ist, dass alleine schon der Gegner zieht. Nicht, dass wenn Bayern München kommt oder München Gladbach kommt, das sind eben Namen, die die Berliner jetzt jahrelang in Berlin nicht mehr gesehen haben. Ihr habt so Tipps abgegeben in irgendeiner Zeitung, so wie die BZ waren. Und zwar euer Tabellenstand zum Ende. Was hast du gesagt? Tabellenplatz 10. Ah, am 10. Und du? Ich war bei 12 gelandet. Ah ja. Ah, der Peter Stark, der hat sich sehr stark gemacht, der meinte Platz 8, ne? Joker Wirt, ja. Ach so. Wie siehst du das? Wo werden sie wohl da stehen am Jahresende? Werden sie da rausfliegen oder werden sie? Na, ich hoffe schon aus eigenem Interesse, weil es ja den Beruf doch ein bisschen interessanter macht, dass sie drin bleiben. Platz ist schwer natürlich zu sagen, aber vom spielerischen Potenzial her, das die Mannschaft hat, würde ich beinahe sagen, Platz 10. Ja. Halte ich für realistisch, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob die Mannschaft den attraktiven Stil auch in Erfolg umsetzen kann in der Bundesliga. Und dass es nicht nur heißt, wie beispielsweise beim 1. FC Nürnberg im letzten Jahr, der auch Aufsteiger war, da hieß es also wochenlang, die spielen schön, die verlieren aber. Ja. Dankeschön für die Punkte. Das ist eine Gefahr, die ich auch sehe bei Blau-Weiß.
ja. Gerade aufgrund der Attraktivität des Spiels. Wie siehst du das? Sind die Tore. Ist sicherlich irgendwo richtig, du hast ja auch gerade gesagt, schöner Fußball ist eine Sache, aber die Punkte sind natürlich ein ganz wichtiger Faktor, man muss Tore machen. Wenn ich mir jetzt so ansehe, wie die bei der WM gespielt haben, wie freundlich zueinander, mag ja sein, der Händedruck danach ist immer was Nettes, aber wenn man da so einen Schuh da ja, in den Knöchel geknallt kriegt, oder teilweise noch mit voller Absicht, einfach weil man nicht anders weiß, wie man mit dem Gegner fertig werden soll. Wie siehst du eigentlich die Möglichkeiten von Blau-Weiß, die ja nun in der zweiten Bundesliga so eine Probleme in der Form ja wohl nicht hatten, wie jetzt in der ersten, die jetzt auf sie eigentlich zukommen, die Härte, die Brutalität zum Teil? Na, da bin ich nicht ganz deiner Ansicht. Die Härte ist in der zweiten Bundesliga auch da. Ich glaube sogar eher, dass sie in der ersten Bundesliga weniger ist, weil einfach bessere Spieler am Ball sind, die das also eigentlich auch nicht so nötig haben zu faulen. Von Brasilien beispielsweise sieht man selten faul, mal als Beispiel. Und es ist bekannt, dass die zweite Liga doch relativ hart ist und viele Leute, die einfach nicht die spielerischen Mittel haben, die flüchten sich dann eben in die sogenannte Sense und beschränken sich aufs Zerstören des gegnerischen Spiels, anstatt selbst was zu machen. Das gibt mir auch Hoffnung, dass Blau-Weiß Zehnter wird, weil sie eben in einen spielerisch besseren Kreis kommen, wo sie sich also vielleicht auch... Du meinst, er wird nicht so brutal durch die Hacke, ne? Ich will nicht hoffen, dass es brutal wird. Hart wird's, aber ich hoffe nicht brutal. Das habe ich ja nur schon gesagt, eine brutale Hacke in der Bundesliga. Ist das nur richtig mein Eindruck? Ist das eine brutale Hacke zum Teil oder ist das nur eine Ausnahme, dass man sagen kann, da wird rumgeholzt wie wild? Ich würde es nicht so sehen, dass so geholzt wird, weil doch mehr und mehr das Bewusstsein auch bei den Spielern gereift ist, dass es alles Berufskollegen sind. Und ich glaube also wirklich, dass keiner mit Absicht jetzt einen Berufskollegen irgendwie die Knochen kaputt haut, und um sich auf diese Weise zu profilieren. Es gibt sicherlich ungeschicktere Spieler, sagen wir es mal ein bisschen vorsichtig, die aufgrund mangelnder Technik oder sonstigen Schwächen auch mal zum Foul greifen, aber dass bewusst und brutal gespielt wird oder die Bundesliga, wie du gesagt hast, als brutale Hackerei, das sehe ich eigentlich nicht so. Das ist nicht so, ne? Nee. Eine Sache jetzt mal an euch hier, wir wollen wahrscheinlich aus dem Blickfeld verlieren. Und zwar, wie ist das, also ich weiß nicht, wenn mir also jemand da in die Ferse tritt oder sonst wo uns beten, also so eine Fußballtöppen, die haben, da ist ja nun ein Druck hinterher, erstmal vom Zutreten schon, dann sind sie auch ziemlich hart, die sind ja nicht gerade aus Weichgummi gemacht oder so, sondern donnert die Weich, muss ja höllisch wehtun, wenn man da dann so voll getreten wird. Dann kommt hinterher der gegnerische Spieler, drückt eine Tänchen, lächelt freundlich, ist ja eine positive Sache, dass man den Schiedsrichter hinterher entschuldigt. Aber denkt man eigentlich, wenn man da so schön herzlich getreten wird? Ja. Wird euch ja bestimmt schon passiert sein. Ja, sicher. Ja, zwei Verteidiger zu tun, Vorsicht. Das sind zwei. Jetzt bin ich erst ein Abwehrspieler. Ja, sicher. Ich muss dazu sagen, dass es einfach ein Kindergeburtstag ist, wenn man da am Sonntag oder am Samstag auf dem Fußballplatz steht. Und dass so eine Dinge eben immer mal passieren, ist ganz klar. Und wenn man damit nicht fertig wird, dann muss man eben damit aufhören. Ja. Habt ihr das auch schon fertig gekriegt, so herzlich zuzutreten? Naja, aber ich hatte beispielsweise, richtig, aber ich hatte von Blau-Weiß in der zweiten Liga nicht den Eindruck, dass das eine besonders unfaire Mannschaft ist. Das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen, also, das war allgemeine Frage. Das bezog sich nicht auf Blau-Weiß, ja, um das klarzustellen. Du warst nicht immer eins. Man kann als Profi auch abschätzen, oder ich gehe da mal von uns aus, ist doch eigentlich so, dass man unterscheiden kann, ob einfach was im Zweikampf, im Eifer des Gefechts passiert, was im Moment mit Sicherheit wehtut, und dann akzeptiere ich auch die Entschuldigung von meinem Gegenspieler, oder wahrscheinlich der akzeptiert die Entschuldigung auch von mir, wenn es mal passiert. Man kann da wirklich abschätzen, ob das Absicht ist, was gemacht wurde, oder ob das einfach mal so passiert, was immer vorkommt. Ja. Und dann ist das in Ordnung. Ich meine, natürlich tut es ab und zu mal weh, aber wir haben ja alle Schienbeinschoner an, und
ab und zu passiert halt mal was, aber das kann man im Fußball nicht ausschließen. Und aber meistens ist es nicht ganz. Wie ist das eigentlich mit dem Passieren so? Kannst du auch noch beantworten, du bist da noch allgemeiner Wissen. So Versicherungsmittel jetzt, habt ihr das große Glück, dass jemand da die Kniescheibe zertöppert, auch aus Versehen. Wir wollen es also wirklich nicht immer gleich unterstellen, dass es immer Absicht ist, da jemand da wirklich zu Schaden zu bringen. Ich bin eine allgemeine Bemerkung da mit dem Brutalen, ja, gerade allgemein lassen wir. Aber wie ist es, wenn dir jemand da die Kniescheibe zertöppert und jetzt kannst du also nicht mehr machen, weder in deinem Zivilberuf noch als Fußballer? Was passiert dann? Sag mir doch mal einen Fall in den letzten 5 Jahren, wo einer in der ersten Bundesliga oder in der zweiten eine Kniescheibe zertreten gekriegt hat. Also ich meine, sicherlich passiert mal was, dass du irgendwie mit einem Meniskus Probleme hast oder einen Beinbruch oder so, aber so brutal, wie das dargestellt wird, ist es doch gar nicht. Ist also mehr so, dass von den Medien Selbstverständlich, wenn du wirklich mal Pech hast und wirst Invalide, du bist aber abgesichert, du hast eine Invalidenversicherung, die da sein muss vom DFB aus schon, eine Pflichtversicherung, und dann sind die meisten Spieler auch noch zusätzlich versichert. Und da hat man schon eine gewisse Absicherung. Außerdem sind andere Sportarten viel gefährlicher, muss ich sagen. Also, oder viel brutaler, Handball, Eishockey oder so, sind da Sportarten, wo dann so eine Sache immer mal passieren kann. Also es geht mir also jetzt auch nicht darum, jetzt den Fußballsport, nur weil ich selber nicht Fußball spiele oder nicht jeden Sonntag zum Fußball renne. Dass ich jetzt warum nicht? Weil ich jedes Wochenende irgendwo bin und immer über irgendeine Sportart berichte. Ich glaube, ja, du weißt, worauf du hinaus wolltest. Also was ich trotzdem jedem Spieler empfehlen würde natürlich, ist, dass er sich, bevor er in den Profifußball einsteigt, eine Ausbildung verschafft, um auch einigermaßen abgesichert zu sein. Nicht also, wie das beispielsweise mal bei eurem Mannschaftskollegen Alkan wohl gewesen ist vor etlichen Jahren hier bei Preußen, der also eine Lehre abgebrochen hat, die er unter größten Schwierigkeiten bekommen hat, einfach um jetzt voll auf den Profifußball zu setzen. Das ist keinem jungen Mann zu empfehlen. Und ich glaube, in die Richtung zielte ja auch deine Frage, dass der Absicherung. Also man sollte schon sehen, dass man da irgendwie eine Ausbildung hat. Die meisten Spieler haben sie auch, soweit ich weiß. Das ist natürlich ein wichtiger Fakt. Es wäre eine peinliche Frage. Sollt ihr trotzdem stellen? Was habt ihr gelernt? Ich bin Bürokaufmann. Ist aber gut gegangen, die Frage. Ja, natürlich. Ja. Ich bin Maler und Lackierer. Ja, ist auch gut gegangen. Dann ist gut. Dann wäre peinlich, wenn du jetzt klar bist, hast nicht still an. Du kriegst gerade als Negativbeispiel und dann wäre nicht so gut. Es war eins, was mir einfiel, was gerade auf Blau-Weiß auch passte, nicht? Weil der jetzt, da spielt der Ferry. Da sind dann aber mit Sicherheit dann auch wieder die Verantwortlichen im Verein angesprochen, wenn wirklich mal ein Junge. Im Moment fällt mir wirklich niemand ein. Bei dem Ferry, das wusste ich gar nicht. Wenn der wirklich mit 18 oder 20 noch nicht so weit ist, dass er noch nicht so weit denkt, dann werden aber auch die Verantwortlichen im Verein angesprochen, und dieses nicht zuzulassen. Ne? Richtig. Bin ich der Meinung. Vielleicht war er auch schlecht beraten, ist doch möglich. Sicherlich wurde er schlecht beraten. Davon gehe ich aus, dass er schlecht beraten war. Haben seine Eltern gedacht oder die Leute, die ihn gut kannten, haben gedacht, du schaffst den Sprung. Ja, sicher. Ich habe hier eine Sache zu dem Kusawa. Über den hatten wir noch nicht weiter gesprochen, ja, vorhin, ne? Wir hatten nur von der Welt mit dem ersten FC. Ich habe mal in so einer Sendung behauptet, ich kenne ihn nun nicht persönlich und kann es also insofern natürlich schwer beurteilen. Ich habe nur immer im Fernsehen gesehen, hatte ich vorhin schon im Interview mit dem Bernd Hossi gesagt, das ist irgendwie so ein Kumpeltyp. Stimmt das eigentlich oder ist das eine Einbildung von mir? Wie seht ihr eigentlich als Spieler den Kusawa, der nun auch gerade mit dem FC, weil da eine Idee war und dann jetzt hat er von selber gesagt, Herr Bremond, dass er so da irgendwo abgesäbelt werden sollte, damit der Deutschendorf da. Ja, wobei also kein Hintergrund, keine Hintergrundinformation habe. Das ist also nur gerüchteweise gekommen. Das war in verschiedenen Zeitungen zu lesen, dass eben Heinz Deutschendorf als Nachfolger von Kusawa vorgesehen war. Ich weiß noch nicht mal, ob es stimmt. Also ich will es jetzt auch nicht so im Raum stehen. Wie ist das Ansehen eigentlich von dem Kusawa bei euch so unter den Spielern? Naja, also ich kann nicht sagen, dass Herr Kusawa mein Kumpel ist. Er ist einfach mein Arbeitgeber sozusagen. Ja. Aber ich meine. Ich meine, so mehr so ein Kumpeltyp, wenn man ein Problem hat, dass man hinkommt, dass man eigentlich wirklich mit ganz normalen Menschen redet. Nicht der, ja, so wie eine Vaterfigur meinetwegen, der irgendwo für Probleme Verständnis entwickelt. Also um meine Probleme, die ich habe, zu lösen, da brauche ich Herrn Kusawa nicht. Nee. Naja, vielleicht kann er die auch nicht lösen. Ja, das ist eine andere Frage. Ja. Nein, aber ich meine, sicherlich hätte er immer ein offenes Ohr, wenn mal ein junger Spieler zu ihm kommt, ja, so hat ein Problem. Ja. Aber ich glaube, in erster Linie ist da unser Trainer an der Station. Ja, aber das ist auch so ein Gemütsmensch, oder?
Ich habe es also heute mitgekriegt, da. Er war ja unheimlich nett und ich wusste beim Sieg mir jetzt schon wieder nicht so beim Interview, da so Leerlaufphasen, die hat er mir immer schön überbrückt, indem er, also, er hat ihm, er hat, wusste nicht so richtig und er hat die Sache dann gleich schon in die Hand genommen. Ne? Du solltest die Sache aber ruhig noch weiter in die Hand nehmen. Ja, du bist ja, nee, du bist ja Profi hier. Du hast die meiste Ahnung vom Fußball. Ja, ja, sagst du. Das kann man nie, kann man nie wissen. Er hat noch nie die Fufu gelesen. Also ich freue mich da schon drüber, aber ich meine, so das in Gang bringen würde ich doch schon lieber dir überlassen. Ja, überlassen, ja. Also ich versuche die ganze Zeit schon immer über die privaten Bereiche zu reden, aber ich würde ganz gerne mal... Was möchtest du wissen? So als, ja, über den Fußball würde ich ganz gerne mal wissen. Ich würde mich mal von euch überzeugen lassen für den Fußball, ja, so als Richter, dass ich so ein Einhänger bin. Komm noch einmal Samstag zum Spiel, ich bin ein bisschen überzeugt. Kommst du zum ersten? Da bist du aber sicher. Ja, du kannst ja es laut. Apropos, der ist am 8. August hier in Berlin, ne? Nee. Das erste Heimspiel. Nee, Moment. Das erste Spiel ist Stuttgart, das ist außerhalb. Nein. Oder? Das erste Spiel ist FCK Lauter hier zu Hause. 8. oder 9. August. Ja, ja. Samstag 15.30 Uhr. Ja gut, da können wir noch drüber reden, dass ich dann da hingehe. Das ist natürlich jetzt zurückgekrampft auf mein Zettel, ob mir eine intelligente Frau einfällt. Ich muss sagen, mir fällt keine mehr ein. Gibt es irgendwas, was ihr wohl sagen würdet, wird dein Zahn nochmal loswerden? Naja, ich meine, ich würde ganz gerne mal was dazu sagen. Patrick hatte vorhin gesagt, naja, Hertha ist abgestiegen und dann haben die ganzen Berliner gewartet. Und ich glaube, da hat er vielleicht unbewusst was ganz Wichtiges gesagt. Ne? Hertha ist abgestiegen, aus welchen Gründen auch immer. Nicht jetzt in die Amateurklasse, sondern damals schon von der ersten Liga in die zweite. Und da haben sie alle gewartet und haben gewartet und haben gewartet, immer nur auf Hertha. Und haben gar nicht gemerkt, dass da eine andere Mannschaft ist, die viel besser spielt. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja? Und viele haben immer noch gedacht, naja, die schaffen das sowieso nicht. Und immer nur im Hinterkopf gehabt, nur die Hertha. Ja? Und das war lange Zeit unser Problem. Aber ich hoffe doch, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird. Ja, ihr habt auch gegen Hertha zu kämpfen, ja. Ja. Dann auch gegen, wie ist das dran? Meinst du jetzt, dass die Hertha-Fans überwechseln werden zu Blau-Weiß? Nein, der harte Kern der Hertha-Fans, also die Frösche, wie man sie kennt, also die mit Sicherheit nicht. Die werden sich in der Oberliga umsehen. Da bin ich überzeugt von. Aber es wird also mehr vom Durchschnittszuschauer wird Zulauf geben für Blau-Weiß. Das glaube ich natürlich schon, zumal die beiden Vereine jetzt ja auch zwei Klassen trennen. Und die Leute im Bundesliga-Fußball sehen wollen. Wir wollen ja auch nicht die Leute im Stadion, die Randale machen, sondern die Fußball gucken wollen. Naja, das ja, die kommen zu pfeifen, glaubst du nicht, ist unmöglich, oder? Naja, ich kenne die Berliner noch nicht so lange, aber ich glaube, wenn wir uns bemühen, und dann werden wir keine Probleme haben. Ja, ich glaube, die Hertha-Frosche, die werden also nicht ins Stadion kommen und da groß anfangen zu pfeifen. Und wenn sie anfangen zu pfeifen, bin ich der Meinung, sind noch andere Fans da, die also unterdrücken. Das hat man schon gemerkt, wo wir gegen Hertha gespielt haben, dass eben eine Hälfte da waren, die für Hertha waren, dann war eine Hälfte da, die für Blau-Weiß waren. Und im Endeffekt, ich meine, wir haben unentschieden gespielt, hat sich ausgeglichen, die Sache. Und dadurch, dass wir jetzt aufgestiegen sind in die ersten Liga, können wir nicht vorstellen, dass da noch welche sind, die also ein großes Herzen an Hertha haben. Wäre das nicht deprimierend für euch, wenn zum Beispiel, wenn kommt das Lokalderby Hertha gegen TB in die Amateur-Oberliga, wäre das für euch nicht deprimierend, wenn sie zum Beispiel, also Blau-Weiß, ihr Spiel gegen, ich weiß nicht, Dortmund oder Nürnberg, die sind Vorletzte. Worauf willst du jetzt hinaus? Das kann doch gar nicht sein, was du denkst. Moment, und es kommen 6.000 Zuschauer oder 12.000 Zuschauer und nachher seht ihr am Sonntag, ich weiß nicht, ihr geht auch zum Amateur-Oberliga-Spiel gucken und da kommen 20.000 oder 18.000. Etwas mehr als bei euch im Olympiastadion, wäre das nicht deprimierend? Das wäre sicherlich deprimierend, das wäre aber dann bestimmt ein Armutszeugnis, ja. Dass sich die Berliner selbst ausstellen. Ja. Ich glaube, das sind eben vorher was sagst du denn? Ja, das genau war, das. Ja. Ja, das ist auch möglich, ich meine, ja, die Berliner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so schlecht spielen, dass in der Berliner Oberliga mehr Zuschauer sind, auch beim Derby als bei uns. Beim beiden Derby, vielleicht sogar, wie der Raimund sagte, die zwei, drei Mannschaften, die haben sich groß verstärkt, also vielleicht könnte das auch. Naja, einige Zuschauer werden da schon hingehen zum Lokalderby, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als 5.000 hingehen. 5.000? Ja.
Kann ich mir vorstellen. Naja, man muss natürlich auch abwarten, wie sich Blau-Weiß entwickelt. Also wenn Blau-Weiß wirklich mit 3-4 Punkten als letzter hinterherhinkt, dann glaube ich schon, dass dieser Fall, den der Patrick eben geschildert hat, dass der eintreten kann. Dass, wenn das Derby wirklich interessant ist und Hertha und TV liegen und auch annähernd punktgleich im Rennen und vorausgesetzt, sie führen überhaupt die Tabelle an in der Oberliga, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eine ganze Menge Leute hingehen werden. Wir hatten, ich weiß es nicht mehr genau, Mitte der 60er Jahre doch mal den Fall mit Tasmania. Die Tasmania 1900 damals noch, die sicherlich schwächste Bundesligamannschaft, die es je gab. Ich glaube, die haben in der ganzen Spielzeit nur 8 Punkte geholt. Und da war natürlich nachher 800 Zuschauer, war normal. Mhm. Das kann schnell gehen. Aber ich glaube natürlich nicht, dass Blau-Weiß also derartig da hinterherhinken wird, hinter der Konkurrenz. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Noch eine andere Sache, jetzt wieder weg von der Leistung. Ihr seid jetzt in den letzten Wochen so rumgereicht worden. Wie ist es, wie wird eigentlich von den Leuten angesprochen? Ihr kennt euch ja, ihr seid ja gestern war als die ganzen letzten Tage in der Tageszeitung mal drin, von jedem sein Foto und wenn es geht, auch noch die Wäschegröße und so, die war, ich weiß nicht, ob die bei war, ich habe nicht nachgesehen. Wie ist es, wird der auf der Straße jetzt öfters angesprochen von den Leuten? In der letzten Zeit hatten wir Ruhe, weil wir Urlaub hatten und gar nicht da waren. Und dass wir nun so einen bekannten Kreis haben, also Bekanntheitsgrad haben wir eigentlich gar nicht in Berlin, dass man jetzt also einfach auf der Straße angesprochen wird. Sicher, kommt schon mal vor, dass zum Beispiel nach dem Aufstieg, bin gerade zur Bank gegangen, dass gerade ist mir einer entgegengekommen und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch für den Aufstieg. Ne? Sicher, so weit kann schon mal vorkommen, aber so, dass man jetzt nun auf dem Kurfürsten Damm langläuft und jetzt kommt da einer an und sagt Hallo und da. Also so. Haben wir gehabt, aber nicht hinterher, und das haben wir dann die so nach naja, dem nur, Film, naja, nur nach dem Spiel. Nee, nach dem Spiel im Olympiastadion oder so beim Training, dass da irgendwelche da sind, die Autogramme haben wollen, aber nicht auf der Straße oder so. Ja. Wie ist denn das Gefühl da, wenn der so. Also ich hab's nicht, mit mir kommt euch keiner. Kommt der Autogramm da mit mir, aber mir kommt keiner. Ich kann ich auch verstehen, warum nicht. Aber wenn er so Autogramme hebt, wenn die Leute so ankommen, du bist also, als wäre da im Büro kaufen, weil jetzt frisch ist, ich hatte wieder schon immer, ja. Naja, und dann bist du irgendwo, jetzt beim Fußball, da hast du eben eine bestimmte Leistung, und dann kommen die Leute, wollen Autogramme und wissen, wo wir führen. Also, ich kenne das nicht. Ja, ich meine, es war die letzten beiden Jahre, die ich hier bin in Berlin, eine angenehme Seite, in Berlin zu sein und nicht erkannt zu werden. Empfand ich als ganz angenehm. Und jetzt seit dem Aufstieg, beziehungsweise seit wir die Schallplatte da gemacht haben und im Sportstudio waren, haben die gesungen. Plötzlich kamen die Nachbarn und haben gesagt, ach, aber schön gesungen und so. Und das war die ganze Zeit nicht. Das ist jetzt in letzter Zeit etwas mehr. Und ich meine, was für ein Gefühl das ist. Das ist manchmal, ich will nicht sagen lästig, aber im Großen und Ganzen eigentlich ein recht gutes Gefühl. Patrick ist begeistert davon, von der Platte, ja? Wie sie mitkriegt, du bist begeistert von dem schönen Blau-Weiß? Ja, ich meine, das war schon, also das war eine Überraschung, weil das kam direkt im Fernsehen, so meine wichtige Hochzeit und das war super gut. Ich meine, die waren alle frisch und munter und froh. Natürlich froh dazu. Und du warst von diesen überaus reichhaltigen Texten, die so begeistert war. Deutsch gesungen ist nicht mein Fall, aber ich meine, ich hab viel übrig für deutsche Sprache, für alles. Also, aber Deutsch gesungen ist nicht genau mein Fall. Dann, aber ich wollte gerne was fragen. Letztes Jahr, also die zwei Jahre habt ihr immer im Marienfeld trainiert, ja, in die Rathausstraße, ja? Zum größten Teil. Nicht immer, dann kam ja zwischendurch. Volkspark Mariendorf. Ja, das war teilweise Training. Ja, und für mich, also ich habe das auch mit ein paar von euch bestimmt schon gesprochen, für mich war das ein bisschen Provinz und dann rein im Olympiastadion. Ich fand, für mich war ein großer Spann so zwischen diesen beiden Sachen. Da trainieren, Rathausstraße und dann spielen im Olympiastadion. Jetzt wird das in Maifeld passieren, ja? Ihr wird da trainieren. Das ist wahrscheinlich, wenn wir im Umkreis von Maifeld. Und glaubt ihr nicht, die ganze Mannschaft, dass es besser wird, man trainiert da, man sieht dem Olympiastadion jeden Tag, dass man ein bisschen mehr Wärme kriegt, ein bisschen mehr Gefühl, man fühlt sich zu Hause irgendwie. Nur um da zu gehen jeden Tag oder zweimal pro Tag. Ist das nicht ein wichtiger Punkt, wichtiger Faktor? Ich glaube, im ersten Jahr, so ein paar Spiele, hat es schon gedauert, bis wir uns an das riesige Olympiastadion gewöhnt hatten. Aber dann hat man uns da eigentlich schon recht heimisch gefühlt, auch wenn wir nicht da trainiert haben. Das war auch ein Problem,
was wir hatten in Berlin mit den Möglichkeiten zu trainieren. Weil teilweise waren die Plätze wirklich in einem katastrophalen Zustand, auf den wir trainieren mussten. Ne? Aber mittlerweile ist das alles geklärt. Und von daher haben wir also auch optimale Möglichkeiten. Nee, weil ich hatte das Gefühl, das ist wie ein halb Auswärtsspiel in Berlin praktisch. Also persönlich habe ich das so empfinden. Naja, es war auch eine gewisse Benachteiligung von Blau-Weiß. Und nein, da kann man den Ärger der Vorstandsmitglieder verstehen. Hertha BSC hatte eben als jahrelange Nummer 1 die Priorität im Maifeld, auf dem Maifeld. Das war auch normal, die, oder? Die SC Charlottenburg und Tennis Borussia konnten profitieren, dass sie Charlottenburger Clubs sind, konnten daher den Mommsenstein in Anspruch nehmen. Mhm. Und für Blau-Weiß hat sich also doch, zumindest zu Zweitliga-Zeiten, lange Zeit keine Hand gerührt. Mhm. Und da kann ich also doch verstehen, dass der Kursaber da mitunter recht scharf argumentiert hat in Richtung der Verantwortlichen. Ich hoffe, dass es besser wird jetzt. Mit den Trainingsmöglichkeiten? Kann man den Blau-Weißen eigentlich nur wünschen, denn das ist eine Grundvoraussetzung. Ja. Meine, der Rathausstraße war bekannt von Kaninchenlöchern übersät im Spielfeld. Und ja, das war ist also nicht nett für die, die noch da spielen. Also ein bekanntes Manko. Naja, selbst Traber ist ja schon weggezogen. Ja? Da. Naja, sicher, die spielen in einer Trabrennbahn jetzt. Also da kann man nur wünschen, dass das besser wird und sich klärt für Blau-Weiß. Also teilweise war es wirklich schlimm, aber ich meine, wir haben das alles ein bisschen mit Humor gesehen, haben uns sogar mal ohne Umkleidekabine, weil keine da waren, einfach im Freien umgezogen zum Training und so weiter. Wir haben praktisch alles mitgemacht hier. Aber irgendwie sind wir dadurch auch ein bisschen zusammengewachsen. Das macht es aus, was die Gemeinschaft dann ausmacht, dieser Zusammenhalt. Ja, also ist zusammen. Der Schweiz zusammen sowas. Ja. Wenn man zusammen leidet ja, oder Schwierigkeiten hat. Ich rede jetzt wie ein alter Mann. Ja, ja. Sag mal, du bist Wahnsinn geworden. Ist doch einfach so im Leben, wenn es einem unheimlich gut geht oder so, und dann braucht man keinen. Aber wenn man irgendwie in der Scheiße sitzt und dann braucht man sich da gemeinsam wieder raus. Ja. Über die Dauerkarte kann man sich schon freuen, ja? Das ist inzwischen Bilanz, oder? Die Dauerkern, der Vogel. Wenn die Zahlen stimmen, die man so liest, ja, dann ist es natürlich sehr erfreulich. Der Vogel, der freut sich schon so. Achso, du meinst jetzt verkaufte Dauerkarten? Ja, ja, ja. Achso. Wie viel sind die verkauft? 2,5, man schreibt von 2,5. Ich weiß nicht, von wie viel man spricht, aber... Von den teuren Plätzen. Ja, die teuren Plätze. Ja. 2.500, ja. Ja, das wäre schon ein... Das ist ein Stammpublikum, also vielleicht nicht alle Leute, die klatschen, die schreien, aber... Ach naja, also ich finde, ich gebe dazu, ich habe ja nun schon den Nörgel, ne? Ich habe ja vorhin geredet von Brutalität im Fußball. Er hat Angst, zu lange zu halten, kriegt dann einen Krampf im Arm, in der Hand. Nee, aber ich habe vorhin davon geredet, von der Brutalität, die so im Fußball zum Teil ist. Und wir wollen ja jetzt nicht so machen, als wenn Blau-Weiß nun so extrem schwer hat. Ist also so schon, wie ich vorhin schon mal sagte. Die meisten Berliner sind unheimlich froh darüber, dass Blau-Weiß drin ist. Und ich glaube auch, dass sie von den Zuschauern also einen unheimlich großen Hinterhalt haben. Anders sieht es natürlich aus, was ihr vorhin sagtest, wenn so ein paar Spiele, was zu erwarten ist, einfach weil man muss ja erstmal rinschnuppern, die Sachen, man muss da rinwachsen, auch in die Bundesliga, dass es da ab und zu halt auch Niederlagen gibt, mit denen man fertig werden muss, vor allem der Zuschauer, weniger vielleicht die Mannschaft. Und ihr kommt damit klar, ihr seid darauf vorbereitet. Der Zuschauer muss begreifen, dass man nicht immer nur gewinnen kann, dass man noch verliert und deswegen nicht gleich alles fallen lassen. Ne? Naja, es ist aber nun mal doch so, dass das Freizeitverhalten sich der Leute geändert hat, dass viele nicht mehr bereit sind, für mittelmäßigen Fußball Geld auszugeben. Also damit müssen aber alle Vereine leben. Das ist jetzt nicht ein Problem von Blau-Weiß. Na, ich würde auch sagen, dass das mittelmäßig ist. So hat das jetzt nicht gemeint. Ja, ja, ich meine also auch nur, dass dann doch manche Leute sagen, ach, was soll ich da zum Fußball gehen, mache ich lieber, fahre ich an Wannsee mit meiner Familie am Wochenende oder am Sonntagnachmittag. Damit müssen natürlich alle leben. Nicht? Das ist, ja. Er will euch provozieren. Ne? Ja, bloß, wäre natürlich, nein, das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist die Klasse jetzt. Ja, ja, schon. Und die Zuschauerkalkulation liest sich also sehr realistisch von dem Schatzmeister Foger aufgestellt von Blau-Weiß. Der geht also von 11.500 im Schnitt aus, das halte ich also für ganz gut. Und wenn es einigermaßen am Anfang läuft, könnte schon im Oktober, an für sich das soll erfüllt sein, weil sehr viel zukräftige Mannschaften bis Oktober kommen. Da kommt Mönchengladbach, es kommt Bremen, es kommt Bayern München, wohl auch noch. Im Oktober, ja.
18. Also bis zum Oktober und zum Auftaktspiel in Kaiserslautern, das ist immer sowieso eine Sache. Auftaktspiel kann man von 40.000, 50.000 ausgehen. Wenn die wiederkommen in den Spielen gegen die Großen, die ich eben genannt habe, dann ist ja der Schnitt quasi fast schon erreicht. Also wie siehst du die Sache hier mit den Zuschüssen? Ich hatte also im Spandauer Volksblatt schon drin, dass irgend so ein, ich müsste das aufschreiben, könnte ich es genau sagen, damit es nicht was Falsches gab. Und zwar der Senat, der Staatssekretär beim Senator für Wirtschaft und Arbeit, Karl Joachim Kira ist der Name, also erklärte, eine Anschubfinanzierung aus den Haushaltsmitteln für Tourismuswerbung kommt nicht in Frage für Blau-Weiß. Also ich finde es ja, abgesehen davon, dass ich eine Frechheit finde, das ist nun mal Werbung, wir haben immer davon geredet, ich kann mich daran erinnern, ich bin also nicht derjenige, der immer zu härter rennt, sondern ins Fußball scheint, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mal ob es nun dasselbe war, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle die Politiker mal davon redeten, dass wenn Berlin in der Bundesliga vertreten ist, dass das ein großer Werbefaktor ist. Das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn der gleichzeitig sagt, hier aus der Tourismuswerbung wird da nicht zugebuttert. Wie ist denn das Ganze? Wie sieht man in Sportkreisen? Man weiß leider zu wenig darüber, was da hinter den Kulissen läuft, dringt auch kaum an die Öffentlichkeit. Ich vermute doch, was ich vorhin sagte, dass da gewisse Einflussnahmen, Machtkämpfe eine Rolle gespielt haben, dass eben da versucht wurde, jetzt Personen auszuwechseln, wie beispielsweise den Präsidenten, der im Gespräch war. Und als das nicht funktioniert hat, hat man eben diesen Rückzieher gemacht. Aber wie gesagt, das läuft mir alles noch zu sehr auf Gerüchteebene und ich möchte da jetzt auch nicht abschließend oder verurteilen. Ja, das ist klar. Das können wir auch halt nicht machen. Das ist sicherlich eine Sache, die ist sehr frisch und die ist nachhakenswert. Das auf alle Fälle. Also ich finde es also wirklich, also ich werde immer direkt sagen, ich finde es schon eine riesengroße Frechheit, da mit großen, riesigen Worten immer zu powern, Berlin Sportstadt. Und dann haben wir also jemanden in der ersten Bundesliga. Na gut, jetzt wo es zum Ernst des Lebens geht, da wird alles schnell hoch gefeiert. Aber ist natürlich richtig, lange Zeit wurde nicht gesagt. Und auch als man wusste, dass sie aufsteigt, na doch, da gab es die ersten Freudenrufe, die kamen dann leise hervor. Aber ich finde es natürlich schon schlimm, da, wenn man also, wie gesagt, Berlin Sportstadt soll sein und so. Und dann gibt es also einen riesigen Kampf zumindest, ob das nun, wir stellen es dahin, ob das jetzt schon intern geklärt ist und nicht. In der Presse haben wir zumindest nicht immer stehen, dass es da so einen Kampf gibt um Geld, dass überhaupt nur lange diskutiert wird. Dann nehme ich mich erinnern, Hertha hat im letzten Jahr wohl 300.000 Mark bekommen für irgendein wunderschönes Häuschen, ne, in Zehlendorf. Naja, war das so. Die haben doch da Zuschüsse gekriegt, dass sie da ihr Domizil verkauft hätte, ja. Die haben ein neues Domizil gekriegt. Das neue Domizil. In der Reichsstraße, die Villa meinst du? Die Villa, ja. Die haben die gekauft. Das haben die gekauft. Ja, mit Senatsmitteln, mit Steuergeldern. Ne? Das ist ja. Ne, so habe ich das gelesen. Also, gut, okay. Also ist das Schöne, ich bin wirklich Amateur, ich brauche die Leute nicht in die Pfanne zu hauen. Ich kann es also sagen, ich habe es gelesen, dass sie also aus Steuermitteln vom Senat bezahlt haben, da haben sie 300 Millionen gekriegt und ich nehme an, die werden das auch besser wissen als ich. Also die haben es doch gekriegt, genau. Vom Senat nehme ich, der hat darin gebuttert, 300 Millionen. Damit sie dann ein schönes Häuschen haben. Wozu sind nun in der zweiten Bundesliga? Sind sie natürlich. Ja, Amateur-Oberliga brauchen, aber gut, wir wollen ihnen das Häuschen gönnen. Na, grundsätzlich lässt sich vielleicht sagen, dass Blau-Weiß noch in Berlin die politische Lobby fehlt, wie sie beispielsweise Hertha BSC im 60er, Anfang der 70er Jahren hatte. Ist es eigentlich so, dass Hertha mal noch anhängt, dass sie mal deutscher Meister waren? Ist es das Entscheidende, dass da so viele dahinter kommen bei Hertha? Weißt du noch, wann das war? Oh, das muss ja lange sein. In den 15 Jahren war das, soweit ich mich erinnere. Nee, Hertha war. Der war wohl Fehler noch. 30, 31, glaube ich, deutscher Meister. Oder, ach so, lange ist das schon her. 31, 32. Nee, 2 Jahre hintereinander. Ja, 2 Jahre. Ich weiß nicht genau. 31, 32, würde ich sagen. 31, 32. Moment, er sagt, was hast du jetzt? Blau-Weiß war schon mal deutscher Meister? Wann? Ich würde sagen 1908. So, ich würde das sagen. Nein, ernsthaft jetzt mal. Wer hat er? 2008 oder so ungefähr. Ja, ach ja, wir haben also einen Profi, also wir haben ja zwei Profis da und er guckt jetzt in seinem Sammelsurium-Buch nach und sagt uns genau, wann sie deutscher Meister waren. Nee, aber ist. Genau, sie leben alle nicht mehr, das ist schade. Ja, das sieht der Hertha genauso, so ist er nicht, wa? Ja, das begründet jetzt nicht die Vormachtstellung von Hertha BSC. Das war einfach doch so, dass sie einfach die Nummer 1 waren, jahrelang. Ja. Vizemeister waren, im Pokalendspiel zweimal standen. Dritter waren in der Bundesliga, im UEFA Cup standen, beinahe das UEFA Cup Endspiel erreicht haben, dann nur erst im Halbfinale ausgeschieden sind, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, Mitte der 70er Jahre.
Und das hat die Vormachtstellung eigentlich jetzt auch mit begründet. Das waren die sportlichen Leistungen der jüngeren Vergangenheit. Aber nicht mehr, glaube ich, der Ruhm von Anno Danzumal. Aber wir wollen auch jetzt, wollen auch ein bisschen fair sein, wollen jetzt nicht scharten, nur weil sie jetzt in der Oberliga sind, zusammenlassen. Ist natürlich klar, ich kann mich ja, als ich klein war, ich kann mich nicht mehr erinnern, mein Vater zumindest war ein Hertha-Fan und so. Und sicher, die haben schon ihre Leistung irgendwo gebracht, bloß in den letzten Jahren ist es also anstatt Leistung ging es eigentlich bloß noch ums Geld und nicht mehr um Leistung und wurde auch nicht die Leistung gebracht. Und damit haben sie eigentlich irgendwo jeweils... Er musste zurückziehen. Er muss zurückziehen. Weiß. Wieso? Wer war das? Das war Victoria Berlin. 1908 und 1911. Also 1908, 1911, so verstehen wir es hier. Nicht 800. 1908, 1900. Ja, das ist 1908 und 1911, das bleibt nicht gleich. Das ist aber, das macht nicht. Die deutsch-französische Verständigung geht trotzdem, keine Angst. Da lag der Raimund nicht wichtig, sondern richtig. 30, 31. 30, also doch 31. Ja. Nee, 30, 31. Ja, nicht, was ich vermutet habe. Ja. Sechsmal hintereinander im Endspiel. Ich war noch in Frankreich verloren. Damals, 30, 31. Die ersten Spiele, vier Spiele haben sie verloren. Und aber zurück zum Werbung, ich wollte was ganz kurz fragen. Ich meine, die sind mit Rolaxa Hotel, das ist ihre Werbpartner. Ich finde, das ist super gut. Ihr habt wenigstens was gefunden in die zweite Liga. Und die haben viel dazu beigetragen, dass ihr in die erste Liga kommt, sowieso mit dem, ja, das ist so schön, der Trainingslager und so. Ja, ihr geht da an, das ist Bad... Bad Salzdetford. Was? Bad Salzdetford, ja, in der Nähe von Braunschweig. Ja, schwer für mich auszusprechen. Wie kann man so eine Mannschaft wie Blau-Weiß jetzt, wie haben sich die Leute nicht irgendwie zusammengeschlagen, dass die als Sponsor kommen in Frage, in Berlin? Wie ist das möglich, dass kein Berliner große Firma oder so? Tja, oh, das ist aber eine unfaire, das ist aber jetzt eine Frage, da muss ich ein bisschen helfen. Ich finde es ist natürlich schwer von den Bienen jetzt zu sagen, warum keine Berliner Firma. Ja, aber Raimund kann sowas sagen. Wie ist es eigentlich möglich, wenn man sich überlegt, wie gesagt, wir hatten schon eine Berliner Sportstadt und so. Kein Angebot und, gehabt oder so, ich meine. Es ist mir auch relativ unerklärlich, dass sich also in Berlin nicht ein Sponsor findet, der solche Dinge trägt. Das gibt es also meines Wissens nach in keiner anderen Bundesliga- oder Zweitliga-Stadt. Dass der Sponsor jetzt aus einem, grob ich jetzt, 300 Kilometer entfernten Ort kommt. Ja. Ist mir auch unerklärlich, weiß ich nicht. Natürlich die DDR. Ich weiß nicht, was ich immer sage. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Es hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass wir allgemein im Westen, unsere sportliche Leistung wurde allgemein im Westen höher anerkannt als hier. Stimmt, Berlin. Auswärtsspiel. Auswärtsspieler, bei der Menge Punkte geholt und super gut gespielt. Das habe ich richtig. Also, das habe ich also selbst erlebt, ja. bei einigen Auswärtsfahrten mit Blau-Weiß, dass also die euphorisch, selbst vom fanatischen gegnerischen Publikum gefeiert wurden, wo sich hier in Berlin noch überhaupt kein Mensch um Blau-Weiß geschert hat. Ja. Es war zum Beispiel in der letzten Saison, also nicht in der abgelaufenen, die jetzt den Aufstieg gebracht hat, sondern im ersten Zweitliga-Jahr quasi von Blau-Weiß, da haben die mal 4-1 bei Hessen-Kassel gewonnen und die Kasseler haben wirklich ein fanatisches Publikum, die wie die Wahnsinn hinter ihrer eigenen Mannschaft stehen und brüllen und toben und Elfmeter fordern, aber die standen nachher auf ihren Sitzen und haben Blau-Weiß applaudiert und die haben in Kassel beinahe, man kann sagen, eine Ehrenrunde gedreht und sind so damals in Kassel. Ich nehme an, dass das eine Rolle gespielt hat. Wart ihr beide dabei? Ja, wart ihr beide dabei? Also, war ich damals nicht bei. Ja, war mit dabei, ja. Böse Karte? Ich glaube, da war ich verletzt. Der letzte. War eines der besten Blau-Weiß-Spiele, was ich überhaupt, glaube ich, je gesehen habe. Ja. 4-1, ja, der Mike muss wissen noch. Ja. Ja, wie war das? Ja, war, wir haben erstmal haben wir super gespielt. Nach meiner Meinung hatten wir auch ein frühes Tor geschossen durch Helmut Schweger. Da hat er erstmals Verteidiger gespielt. Erstmal Verteidiger gespielt. Ja. Dann nach meiner Meinung hat der Trainer noch offensiver gespielt als zu Hause. Nach meiner Meinung nach mit 5 Stürmern teilweise gespielt. Dann bekamen wir kurz vor Halbzeit noch den Ausgleich 1-1. Haben aber sofort in der zweiten Halbzeit den Druck noch ein bisschen verstärkt und sind dann eben mit 2-1, dann kurz danach der 3-1 und das letzte Tor hat, glaube ich, Joker Gebke gemacht, 4-1. Ja, da waren sie aber schon K.O. Ja. Kassel müsste gewinnen, um Aufstieg spielen. Ja, da war die Situation war so, dass Kassel hätte gewinnen müssen, für die ging es um viel und die hatten wohl auch, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht so im Kopf, aber die hatten über 2 Jahre zu Hause nicht mehr verloren. Nein. Und da kam eben eine rotzfreche Berliner Mannschaft und hat die also wirklich vorgeführt. Vorgeführt kann man wirklich sagen und die Leute waren begeistert.
Kassel ist nicht so weit weg von Braunschweig. Vielleicht hat es damit zu tun, dass nun auch im Relaxer-Hotel da eingestiegen ist, dass sich das einfach rumgesprochen hat. Was da bei Blau-Weiß liegt. Zukunft, in die man schaut. Wie heißt das? Salz? Bad Salz Detford. Na ja, gut, wenn wir sonst so irgendwann alle auswendig können, also das ist nicht ein Problem. Oh ja, ich glaube ja doch, die Werbung dürfte sich für die gelohnt haben im Endeffekt. Nee, habt ihr da so ein richtiges Trainingslager oder ist das nur die Unterkunft? Habt ihr so ein, für euch so ein selbst, also der für euch extra angelegt wurde, so ein Sportplatz, ein Trainingsplatz oder so? Nee, also ist nur eigentlich das Hotel an sich, Bad Salz Detford. Gegenüber wurde jetzt ein neues Hotel noch gebaut. Für Blau-Weiß. Auch von derselben Firma, ja? Ja. Von der gleichen Firma, also Dr. Was ist das? Dr. Marx, ne? Dr. Marx, Bauunternehmen, der kommt aber trotzdem aus Berlin. Ah ja. Und wir haben eben das Glück gehabt, dass wir eben bei dem Verein, der eben da zu Hause ist, der spielt glaube ich B-Klasse oder so, dass wir auf den ihren Platz trainieren durften. Außerdem vom Hotel, die stellen uns da zwei VW-Busse zur Verfügung. Und da fahren wir die 5 Minuten immer zum Platz mit der Mannschaft, alle rein in die Busse. Es geht prima mit 2 VW-Bussen und dann, jetzt habe ich schon zum 3. Mal die Firma genannt, aber macht ja nichts. Auch ein Sponsor, und, ja. Naja, vielleicht mal. Aber das geht eigentlich ganz prima und wir haben da schön Möglichkeiten im Hotel mit Schwimmbad und so weiter und Sauna. Und wir fühlen uns so ganz wohl, ne? Wir waren jetzt schon öfter da. Und wenn auch immer herzlich aufgenommen und es ist also auch eine prima Atmosphäre da. Wir haben da im letzten Jahr mal ein schönes Grillfest gemacht, nachmittags mit Segelfliegen und so weiter. Das war also prima. Das ist wirklich für auch ein bisschen für die Unterhaltung gesorgt und ist schon prima. Habt ihr da mehr Gewohnheit als in Berlin fast, oder? Wenn die Seife fehlt, im Hotel zu öffnen, gleich bemerkt, oder? Also, wir werden oft auswärts herzlicher empfangen als in Berlin. Liegt das nur an der Mannschaft, oder ist das allgemein, vielleicht weil ihr aus Berlin kommt, dass es mit Berlin zu tun hat, dass ihr da so positiv empfangen werdet? Naja, was heißt, liegt das an der Mannschaft? Ich meine jetzt, ob die Blau-Weiß so positiv empfangen oder die Berliner? Nein, das ist vielleicht schwer jetzt, kann ich glaube ich beantworten. Die werden empfangen, weil sie guten Fußball spielen. Deswegen schönen, attraktiven Fußball spielen, weil sie sich also auch auswärts nicht verstecken, weil sie da angreifen. Und die Leute staunen, Kollegen staunen. Das letzte Auswärtsspiel, was ich hatte jetzt in dieser Saison, war bei den Stuttgarter Kickers. Eine ganz heimstarke Mannschaft. Die hatten in der Saison ein Unentschieden zu Hause, eine Niederlage, 12 Siege. Da kam Blau-Weiß. Und nach 5 Minuten kamen die ersten Stuttgarter Kollegen zu mir und haben gesagt, was sind denn das für? So spielt ja keiner hier. Jeder hat erstmal Angst, jeder stellt sich hinten drin. Blau-Weiß nicht. Verlieren sie auch alle, weil sie alle hinten rein. Richtig. Und Blau-Weiß hat also da ganz frech gespielt, als wenn es ein Heimspiel gewesen wäre. Und das macht, glaube ich, die Sympathie aus. Das ist weder der Name Blau-Weiß noch der Fakt, dass Berliner sind. Ja. Ja, das ist jetzt entscheidend. Aber es sind alle recht nette Jungs. Jetzt fehlt ein anderer Wind. Ich meine, die Bundesliga, die Mannschaft könnte gleich überraschen am Anfang. Ja. Ihr Punkt machen. Okay, wir wollen das jetzt nicht ins Unendliche ausarten lassen. Wir, ja, bitte? Ja, die Kassette ist noch nicht alle. Nee. Aber irgendwo kommen wir näher in so einen Leerlauf rein und fangen an, uns auch irgendwann zu wiederholen. Das wollen wir also nicht. Ich würde an dieser Stelle sagen, ist noch irgendwas wichtig, was man vielleicht noch rüberschicken sollte für die Leute, die durchgehalten haben und zu lange zuzuhören? Na, ich würde sagen, dass das Berliner Publikum auch nach Niederlagen ruhig mal Blau-Weiß die Treue halten sollte und den bemühten, attraktiven Stil honorieren sollte, den Blau-Weiß bietet. Ich glaube, dass es doch einen Unterhaltungswert hat. Das Spiel von Blau-Weiß und dass man also nicht sagen sollte, jetzt wurde hier mal verloren oder wir wurden jetzt mal von einer Mannschaft wie der HSV, der jahrelang in der Bundesliga spielt und sicherlich an Cleverness eines voraus hat, den Blau-Weißen, dass man also nicht sagt, wenn es mal in die Hose geht gegen diesen HSV, dass man sagt, ich bleib zu Hause und gehe da nicht mehr hin. Da würde ich mir wünschen, dass das also nicht eintritt. Ich meine, eine Frage für die Leute, die lange nicht mehr im Fußballstadion waren, aus welchen Gründen auch immer, wir wollen jetzt nicht mit Vereinen wieder anfangen, warum nicht in die Jungen sind. Wie sieht es eigentlich aus? Was kostet eigentlich so eine Dauerkarte? Wisst ihr noch?
Oh, jetzt hat mir meine Frage gestellt. 250 Mal. 250 Mal. Ich habe hab von 540, habe ich gelesen. Es gibt verschiedene Preisklassen. Ja. Na, recht gute, 540, glaube ich. Ja, so ungefähr, so, glaube ich. Ja. Das Tribüne. 500 Mark hat mich jemand in der Ohr gepfiffen. Ja. Also 500 Mark. Nee, um die 500 Mark kostet ja. Also ein sehr guter Platz. Ja. Sagen wir dann, ja. Wie ist es bei normalen Karten so für ein Spiel? Was sieht es dann aus? So der Durchschnitt? Wird das so sein wie im letzten Jahr? Ne? Ich glaube so zwischen 50 und 10 oder 12. Was ist denn nie das? Ja, 12, 50 so Mark, 10, so 10, 12 Mark sind die Plätze eben so, was so in der Kurve liegt. Ne? Also die für 10, 12 Mark sind die Kurvenplätze. Alles, was da drüber ist, sind die Bendo-Blöcke. Die werden, also Bendo heißt Block B, M-N-O. Die liegen also weiter unten. Und die anderen Karten, die so 50 Mark kosten, also sind eben schon die teuren, die, wo man eigentlich fast in der Mitte sitzt und einen ziemlich guten Platz hat. Also weil du jetzt gerade am Mikrofon bist, vielleicht wolltest du was wichtig fragen? Ja, ich meine, der fragt. Also Mike, bist du der Meinung, jeder sollte 3 Bier opfern, um ein Spiel von Blau-Weiß zu gucken? Na, das ist aber keine Frage. Wie soll ich die beantworten? Ich muss damit ja beantworten. Nee, das ist eine Frage. Ja, sicher nicht. Sonst kriegt er erstmal vom Vogel und von Kusawa ins auf den Deckel. Da muss Umsatz gemacht werden. Das ist doch nicht. Fußball ist ja auch ein Geschäft. Ja, das ist also klar. Also, das ist klar. Mal zu ihm gehen. Aber das ist ja das irgendwo selbstverständlich. Wird auch passieren, abgesehen davon. Ja. Aber die Leute nicht auf ihr Bier verzichten, nur weil sie einen See wollen. Das wäre auch nicht richtig. Nee, das also, auch nicht. Da wird auch keiner drauf verzichten müssen. Also, Patrick, die Leute werden auch zu dir kommen. Hab keine Ahnung. Angst, ja? Die kommen auch in die Kantstraße zum Patrick. Ja, klar. Nee, also das kriegen die umsonst, wenn die ein Ticket also, von Blau-Weiß mitbringen. Moment, sag nochmal. Ein Calvados umsonst, wenn die Leute 18 Jahre, über 18 Jahre alt sind. Ja. Ein Calvados kriegen die umsonst mit einer Karte von Blau-Weiß. Das ist aber das ist ein Moment. Das nehmen wir, also das ja, nehmen wir jetzt. Keine Chance. Also, das nehmen wir. Ja. Jetzt komm mal mit dem Bild rüber hier. Rutsch mal hierher. Das nehmen wir jetzt wörtlich. Also nochmal. Wir sind beim Patriz. Quatsch, jetzt hängt bei der Patriz Ilk. Ich sag Quatsch, der war in einer anderen Sendung. Also beim Patrick Mattei. Der Patrick Mattei hat in der Kantstraße 75 ein Restaurant. Und sag mal, wie heißt das? Ich kann das einfach nicht aussprechen. Breitz. Ach, Tiebreiz heißt das. Na, so heißt es. Also Kantstraße 75. Da, wenn du zu Blau-Weiß gehen, ins Olympiastadion, zu irgendeinem Heimspiel und mit der Eintrittskarte herkommen, kriegen sie hier also ein Calvados umsonst. Aber 18 Jahre müssen wir schon sein, das ist das Mindeste. Was kriegen die nicht 18 sind? Ein Coca-Cola oder ein Fanta. Also gut. Also eine Brause oder Cola für die Leute, die nicht 18 sind. Können sie, also das nehmen sie den Patrick beim Wort. Das ist also klar. So, naja, siehst du, hat da wieder jemand für Blau-Weiß getan. Nee. Du hast die ganze Zeit, du möchtest nicht viel reden, ne? Jetzt soll ich schön in Ruhe lassen. Ja, ja. Ich akzeptiere, meine Frau will auch nie was sagen. Die sagt immer, ich soll sie ja in Ruhe lassen. Jetzt, Mike, zu dir noch was. Ich würde sagen, wir machen nochmal jeder so ein, versuchen so ein Schlusswort zustande zu bringen. Gibt es irgendwas, was, also ich hatte vorhin schon mal so eine Frage drüber, aber ich frage sie trotzdem nochmal. Gibt es irgendwas, was du ganz gerne nochmal loswerden würdest? Ja, eigentlich ist schon alles gesagt, weil ich hoffe, dass eben viele Zuschauer hinkommen zum Spiel, wenn wir spielen. Und dass sie eben auch nicht gleich enttäuscht sind, wenn wir auch mal ein Spiel verlieren, sondern eben versuchen, das Beste immer daraus zu sehen und so oft wie möglich ins Stadion zu kommen. Bernd, wie sieht es bei dir aus? Also im Großen und Ganzen schließe mich dem natürlich an, weil ich mir das auch wünsche. Und außerdem wünsche ich mir auch noch, oder ich habe mir auch fest vorgenommen, wenn wir auch mal gewinnen sollten, vielleicht gegen großen Gegner, in Anführungsstrichen, großen Gegner, nicht durchzudrehen und auch wenn man mal vielleicht, was vorkommen kann, eine Packung kriegen gegen Bayern oder was weiß ich, gegen wen, wenn wir mal 4-5 Stück kriegen, dann auch nicht durchzudrehen im negativen Sinne. Ne? Also ich versuche oder will versuchen, irgendwo einen Mittelweg zu finden und das hoffe ich, dass das nächste Saison gelingt. Ja, das könnte vielleicht zu Hause passiert, aber auswärts ist Blau-Weiß viel zu. Ich glaube, die holen die Punkte. Ja, wir können aber jetzt nicht dazu zwingen zu sagen, dass der Ausweis, die werden nicht alle Mühe geben, das ist klar. Vielleicht daran zweifelt niemand. Ein Packung zu Hause vielleicht gegen Bayern oder so, weil die sind clever. Aber auswärts muss der spielen, wie die hier spielen werden. Und da Jeff hat mir gerade was auf bei dem, was Patrick wieder macht. Ne? Das ist schön, dass sie einen Trainer haben. Und dass im Stadion, je nachdem, man kann ja hoffen, dass da 80.000 sitzen, die alle Ahnung haben. Aber reden tut Gott sei Dank bloß einer, der Trainer. Ja, ja, und der bestimmt, wie lang geht. Das ist immer der Positive am Fußball, ja? Ob es gut oder schlecht wird. Raimund, wie sieht es bei dir aus mit dem
hat man für sich alle gesagt. Ich wünsche Blau-Weiß, dass sie drin bleiben. Ja, das ist also, der entspricht dem Wunsch aller Berliner, nehme ich an. Nehme ich auch an, ja. Sagen wir den größten Teil. Da wird ein paar Ausnahmen geben, ist klar. Patrick? Ja, ich glaube, die werden ihre Punkte auswärts holen. Nicht mehr als zu Hause, aber auswärts werden die punkten. Ja, hier sollen sie auch punkten, das wollen wir ja sehen, ja, wie die auch, punkten. Ja, auch. Ihr schön spielen, auswärts punkten und ich schätze die auf dem... auf dem ja, warum denn nicht? Beide zusammen, man hat gesehen. Das können die weniger schön spielen und Erfolg haben. Aber die werden 14. Also. Ja, okay. Da kann man einen Strich machen mit den 14. Gut. Sind andere. Also ich bedanke mich erstmal... dass sie, wie ich sehe, trotz schiefer Kamera, aber das macht jetzt alle nicht mehr. Also wir haben hier jemanden, der so nett war. Wie heißt er? Der heißt Popol für uns. Ah ja, also auch ein Franzose. Ja. Er hat die Kameraführung übernommen und bemüht sich hier, ich weiß jetzt nicht, wie lange, wir werden hier feststellen, wie lange wir hier geredet haben. Ob sie so lange dran geblieben sind, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle haben wir jetzt noch ein Interview.